Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Und für diese Folge habe ich ehrlich gesagt tatsächlich endlich mal geguckt, wo wir die letzten Tierchen im Glas finden. Das sind noch zwei Stück, die übrig sind, und zwar, das ist zum einen das Fackelwürmchen und das ist zum anderen die Libelle. Das Fackelwürmchen finden wir im Frostflussleuchtturm und den anderen im Duschnit-Ial. Keine Ahnung, wo sich das befindet. Sollten wir da vorbeikommen, werden wir auf jeden Fall da nach dem Rechten suchen. Ich werde aber jetzt nicht explizit gucken, wo sich diese Gebilde befinden. Wir werden sie automatisch irgendwann finden. Aber gehen wir erstmal ins Refugium rein und töten mal den Rest der silbernen Hand, um Kotlak den letzten Dienst zu erweisen und ihn zu befreien aus der großen Jagd von Hirsine. Er will ja anscheinend da nicht bleiben, ne? Das Ding ist, wenn wir ihn jetzt befreien, befreien wir doch alle anderen Gefährten auch. Und dann sind sie pissig auf uns. Wenn wir dann nachher im Dings da landen, wie ist das nochmal? Na, wo die ganzen Toten sind, ich habe jetzt gerade den Namen nicht im Kopf. Dann sind sie alle pissig auf uns. Ja toll, ne? Super, klasse. Naja. Als wäre es da noch nicht voll genug, ne? Ich bin ja mal gespannt, was passiert, wenn wir da auftauchen. Irgendwann am Ende von Skyrim. Oh, da hustet aber jemand. Einmal bitte husten und bücken. Ja, das schleudere ich alles noch rum. So, einer weniger. Oh, ein Bogenschütze. Da ist es nicht nett. Da ist es gar nicht nett. So, das zu dem und du bist bestimmt der Anführer, ne? Oder auch nicht. Optional, finde ich die silberne Hand. Okay, das waren anscheinend alle. Fragmente von Wutrat. Kehre nach Jovask zurück. Das war recht easy, würde ich sagen. Das hätten wir in der letzten Folge auch noch mal schnell machen können. Aber egal. Weiß man sowas ja nicht, ne? So, das nehmen wir auch mit. Stimmt, wir wollten ja unbedingt eigentlich noch in der Winterfest vorbeischauen. Um nach einem Meister-Zaubertrick zu erfahren. Zaubertrick sei schon Zauber. So. Was wäre eigentlich passiert, hätten wir angeklopft? Hätten wir da an der Tür angeklopft? Wäre da jemand gekommen und hätte mir die Tür aufgemacht? Ich meine, gesittete Menschen machen dies. Und woher wollen die wissen, dass ich es bin? Einfach mal kurz anklopfen und fragen, ob da jemand mal die Tür aufmacht. Aber nein, laufen wir einmal rum. Töten alle auf dem Weg. Um im Endeffekt nichts von denen zu bekommen. Übrigens, wo ich es gerade sehe hier, ne? Wieso ist der Typ nicht behaart? Sind Vampire vielleicht doch schwul? Mhm. Haben sie sich da ein paar Beispiele aus Vampire Diaries genommen? Wer weiß, wer weiß. Ich hab's nie geguckt. Keine Ahnung, sind sie da rasiert? Ich habe keine Ahnung. So, genau. Ich will eigentlich nicht nach Weißlauf zurück. Weißt du was? Wir gehen erstmal zum Winterfest. Ist mir scheißegal jetzt. Das ist nicht euer Ernst. Ach so. Ich weiß, warum wir nicht reisen können. Wegen diesem Spinner. Nein. Oh. Das ergibt Sinn. Lasst uns nach drin gehen. Der Typ, der uns sucht, ist neben uns. Deswegen können wir nicht reisen. Dankeschön für nichts, du Arsch. Jetzt können wir den ganzen Weg zurücklatschen oder was? Was für wie weit weg ist der Weg? Ach, du ahnst es nicht, ne? Wir könnten zurücklaufen. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen näher dran, wenn wir zu Dämmerstern laufen, oder? Oder wenn wir direkt zur Winterfeste laufen, ist, glaube ich, noch angenehmer. Weißt du was? Wir laufen da jetzt einfach hin und dann ist gut. Wobei, eigentlich nicht, nee. Nee. Wir laufen dahin zurück. Zurück nach Dämmerstern. Wir können ja immer noch mit der Kutsche fahren, ne? Erstmal müssen wir diesen Typen loswerden, der verhindert, dass wir reisen können. Und da ist ein Leuchtturm übrigens, Freunde. Vielleicht sollten wir doch da vorher vorbeischauen. Denn ich glaube nicht, dass es so viele Leuchttürme in Skyrim gibt. Das muss ja dieser eine sein, den wir suchen. Es muss. Geht gar nicht anders. Ich will endlich ein Tierchen im Glas haben, mein neues. Meine Sammlung vervollständigen. Kann ich den nicht einfach umbringen, den Tölpel?
Ach Mann. Ich hasse euch alle. Du bist auch ein Leuchtturm, ne? Ja, du bist ein Leuchtturm. Und du bist irgendwo im Schnee. Frost passt also zu dir. Frostfluss-Leuchtturm. Was ist das doch? Wieso liegt hier ein Pferd? Das ist nämlich mal ein Zufall. Alter Schwede. Ich schwör's euch, Freunde, das war nicht so geplant. Also ich wusste nicht, dass der hier ist. Ich hatte mir nur die Namen rausgesucht. Und habe mich daran, gerade als ich, okay. Gerade als ich danach gegoogelt habe und den Namen gesehen habe vom Frostfluss-Leuchtturm, habe ich mir gedacht, Moment. Wir sind doch in der Nähe eines Leuchtturms. Das heißt, hier muss irgendwo das Tierchen im Glas sein. Ich meine, was wäre gewesen, wenn wir hier kurz vorbeigeschaut hätten und gesagt hätten, ach, hier ist nichts und wären dann weggegangen. Dann hätten wir kein Tierchen im Glas gehabt. Es sei denn, es ist natürlich sehr auffällig irgendwo. Aber ich glaube nicht, dass das auffällig irgendwo ist. Dann fehlt uns eigentlich nur noch dieser ganz komische Name. Duschnitial. Keine Ahnung, wo das sein soll. Nie von gehört. Nie von gehört, muss ich ehrlich gesagt sagen. So, was ist hier passiert? Finde im Frostflussleuchtturm den Ursprung der Morde. Oh, Mats Tagebuch. Bücher. Nachdem Ramati und ich jahrelang von Hammerfell nach Solstheim und wieder zurückgesegelt sind, haben wir endlich genug Geld gespart, um den alten Leuchtturm zu kaufen, den wir an der Küste entdeckt haben. Und nächsten Monat ziehen wir ein. Diese Nord wissen wirklich zu leben. Es mag kalt sein, aber nichts ist beunruhigender, als einen Lebensabend damit zu verbringen, den Eisbergen zuzusehen. Beruhigender, achso, nicht beunruhigender. Ich dachte schon, was ist daran beunruhigend, die Eisberge zu sehen. Ramati liebt es hier auch, obwohl es gelegentlich durch die Decke regnet. Mani und Sudi sind allerdings anscheinend unglücklich. Ich weiß, dass die Kinder alt genug sind, um auszuziehen, aber ich hoffe, auch sie werden die Ruhe und den Frieden hier mit der Zeit ebenso sehr lieben wie ich. Ich war hier schon mal drinne, damals, in meinem Spielstand. Aber ich glaube nicht, dass ich hier die... Doch. Ich erinnere mich. Ich hatte hier ein Tierchen im Glas gefunden damals. Also so scheiße versteckt kann das gar nicht sein. Mani und Sudi zanken und schikanieren sich weiter gegenseitig und gehen inzwischen anscheinend auch auf ihre Mutter los. Ramati stellt immer wieder fest, dass Dinge aus dem Keller verschwunden sind. Sudi sagte, sie haben dort unten ein Geräusch gehört, aber Mani glaubt einfach, dass ihre Mutter vor Einsamkeit den Verstand verliert. Allein der Gedanke ist lächerlich. Sie wollte schon immer hierher ziehen, wenn wir erst in Rente sind. Sudi sagt immer wieder, dass sie nachts aus dem Keller Kratzgeräusche hört. Ich glaube, sie will nur ihre Mutter hochnehmen, aber ich gehe wohl besser in die Stadt und hole ein paar Fallen, nur für den Fall, dass es Skiver sind. In ein paar Tagen bin ich wieder zurück. Ich hoffe nur, die beiden lassen Ramati in Ruhe, solange ich fort bin. Ihr Götter! Ach, ihr Götter, warum? Als ich nach Hause zurückkehrte, fand ich meine wunderschöne Ramati ermordet vor und dieses Ding, diese scheußliche, käferartige Kreatur war dabei, unser Heim zu durchwühlen. Ich habe es geschafft, das verdammte Ding zu töten. Ich glaube, es ist vielleicht ein Dedra. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ihr Götter, meine arme Ramati. Es muss aus dem Keller gekommen sein. Ich gehe jetzt hinunter und schließe hinter mir ab, damit sie nicht entkommen können. Ich weiß nicht, ob ich es herausschaffe, aber ich muss meine Familie retten. Habt. Wo liegt denn das Ding, was du getötet hast? Die Dunkelheit macht mir nichts aus, aber ich habe wirklich mehr als genug Zeit in den Höhlen verbracht. Da finden wir auf jeden Fall noch einen Schlüssel, das weiß ich noch. Wo uns das hinführt, weiß ich nicht. Wir gucken erstmal nach dem Schlüssel. Fallmaxt. Ich vermute mal, er hat einen Fallmaxt gesehen, kein Dedra. Was ist das für ein Geräusch? Oh! Ein Charus. Sudis Tagebuch.
Ich halte es hier nicht aus. Warum mussten wir überhaupt aus Himmelsrand wegziehen? Mir fehlen die großen Hafenstädte. Dort gab es immer etwas zu tun. Und immer neue Leute. Selbst ein Kabinenmädchen auf einem der Schiffe zu sein, auf denen wir herumgesegelt sind, wäre besser als das hier. Manni sagt, wir sollten davonlaufen. Aber ich kann doch Mutter und Vater hier nicht draußen alleine lassen. Ach, was soll ich tun? Wir sind jetzt schon über 2 Monate hier. Und es gibt einfach nichts zu tun. Vom Leuchtturm oben können wir bis zur Akademie von Winterfeste sehen. Aber Vater sagt, Magie sei etwas für Angeber. Anbeter. Achso, für Anbeter der Dedra. Für Angeber übrigens auch. Das einzige Interessante, was sich hier in letzter Zeit ereignet hat, ist, dass Mutter uns beim Essen angefahren und beschuldigt hat, wir würden Sachen aus dem Keller stehlen. Ich habe tatsächlich neulich Kratzgeräusche von dort unten gehört. Aber ich dachte, es wäre nur Vater gewesen, der Fische sauber gemacht hat. Ich habe Imani vor ein paar Tagen dabei erwischt, wie er im Keller ein paar Fässer und Kisten durchsucht hat. Erst dachte ich, es sei die ganze Zeit er gewesen, der diese Kratzgeräusche gemacht hat, um mir einen Streich zu spielen. Aber letzte Nacht habe ich sie wieder gehört und da war Mani im Bett. Schließlich sagte Vater, er würde ein paar Fallen und Gift aus der Stadt holen, falls es Skiver seien. Ich habe solche Angst. Ich finde nicht, dass das nach Skivern klingt. Mani hört nicht auf mich. Er meint, ich denke mir das mit den Geräuschen nur aus und schleicht sich dauernd in den Keller. Ach, warum ist er so bloß manchmal so blöd? Ich weiß nicht, warum er dauernd dort hinuntergeht, aber ich habe den Kellerschlüssel gefunden, den er sich nachgemacht hat und ihn in Mutters Lieblingsandenken versteckt, damit er ihn nicht findet. Das Kratzen wird lauter. Die Kratzen, was ist denn los hier, ey? Die Legende des Roten Adlers. Zum 5. Mal gefunden. Aber wir nehmen einfach mal die Silberhalskette und das Gold mit. Die Jungs brauchen das ja nicht mehr, diesen Tod. Glaube ich zumindest. So, was für ein Andenken ist denn Mutters Lieblingsandenken? Die Kommode? Nein, schade. Wäre zu einfach gewesen, ne? Gut, Mutters Lieblingsandenken. Kleidung wird es wohl nicht sein. Aber hier liegt auf jeden Fall Frauenkleidung. Und eine Menge Gold. Die Prüfung der heiligen Alessia. Huch. Edra und Dedra. Also da scheint jemand auf diese Edra und Dedra Sachen zu stehen, ne? Ich glaube, hier wohnt Manni. Ahnen und Dunmeer. Was war das? Bergmannskleidung. Ja, hier muss wohl entweder Manni oder der Mann leben. Aber ich glaube, das ist Manni. Kramatis Tagebuch, okay. Wir haben es tatsächlich getan. Wir haben den Leuchtturm gekauft. All die Jahre dachte ich, macht nur leere Versprechungen. Welcher Ehemann würde seiner Frau denn auch nicht die beiden Monde vom Himmel versprechen? Aber ich hätte nie geglaubt, dass wir ihn tatsächlich bekommen würden. Jetzt muss ich mir bloß noch überlegen, wie ich alles hier unterbringe. Ich finde meinen Lieblingskochtopf nicht. Ah. Und das ärgert mich ein wenig. Sudi und Manni scheinen hier nicht glücklich zu sein, aber sie sind noch jung und verstehen offenbar nicht, dass wir sie einfach noch ein paar Jahre für uns haben wollen, bevor sie uns verlassen, um die Welt zu sehen. Ich weiß, sie glauben, ihr Vater würde ewig leben, aber ich sehe, wie ihm das Alter in den Augen kriecht. Er hat mir noch einmal das Versprechen abgenommen, seine Knochen, wenn er stirbt, in das Leuchtturmfeuer zu legen, damit er für immer auf den Ozean hinausblicken kann. Meine Güte, diese beiden kosten mich wirklich manchmal die Nerven. Ich wollte ein paar unserer Andenken von den Handelsschiffen auspacken, aber ich kann sie nicht finden. Sudi sagt dauernd, dass sie nachts Geräusche aus dem Keller hört und Manni meint, es seien vielleicht Skiver. Sie wissen doch, dass ich Skiver hasse. Jetzt traue ich mich gar nicht mehr dort hinunter. Ich bin nur froh, dass ich meine Lieblingsurne schon ausgepackt und sicher auf dem Sims untergebracht habe, bevor die beiden mit ihren Streichen angefangen haben. Wenn sie einen Skiver im Keller losgelassen haben, dann können sie sich auf etwas gefasst machen. Eine Urne ist es, eine Urne. Komm, das nehmen wir auf jeden Fall mit ins Tagebuch. Eine Urne, wir suchen eine Urne.
Urne. Auf den Sims. Ah. Oh! Okay, es ist wirklich leicht. Weil hier auch gleich die Urne ist. Fackelwürmchen im Glas. Ich hatte das Fackelwürmchen schon mal. Daher hatte ich das. Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, das hätten wir auch von alleine gefunden, hätten wir. Wären wir hergegangen. Was war das? Okay. Wir schließen jetzt mal das hier auf, einfach nur just for fun. Gucken, was da drin ist. Somit haben wir ein Tierchen im Glas mehr. Und fehlt nur noch eins, aber das hatte ich, glaube ich, noch nie. Ich hatte, glaube ich, noch nie eine Libelle im Glas. Ach komm, scheiß Expertentür, ey. Ich fass das nicht. Nein. Warum? Okay, wir sind da dran. Okay, das war schon mal richtig gut. Hä? Vielleicht ein Stück höher? Hier? Schon besser. Ha! Hier geht's hoch. Und auf den Leuchtturm, da gehen wir mal später hin, wenn wir hier durch sind. Huch, da war eine Skiverfalle. Oh, hier ist aber eine Menge Blut. Wer ist da? Dreckigen kleinen Viecher, ey. Könnt ihr so viel Schaden verursachen? Und ich meine, dieses Loch in der Wand hätte man ja wohl sehen können, oder? Ist jetzt nicht gerade unauffällig. Wir hätten vielleicht doch zuerst den Leuchtturm hochgehen sollen. Egal, zu spät. Wir werden zurückkehren zum Leuchtturm. Und auf den Leuchtturm klettern, wahrscheinlich um die Knochen von dem Vater da reinzulegen. Würde ich jetzt mal annehmen. Oh, ich bin glücklich, Freunde. Wir haben ein neues Tierchen im Glas gefunden. Das war ja wohl mehr als Zufall, ja? Muss man schon sagen. Sah vielleicht ein bisschen verdächtig aus, dass wir es sofort gefunden haben, aber gut. Kann man nichts machen, ne? Eine Opferstelle, was? Da spuckt mich das Ding von der Seite an! Das ist nicht normal. Hi. Fall mal Schattenschleicher. Wo geht denn das hin? Wer ist da? Ich bin der Mächtigste mit dem Bogen, aber wir gehen mal wieder auf Donnerkeil. Wir müssen da das Level noch maximieren. Und dann können wir gerne wieder auf was anderes gehen. Du bist tot, ne? Hallo, liebe Falle. Aha. Ich fall nicht drauf rein. Ich sehe alles. Ich habe Augen wie eine Katze, weil ich eine Katze bin wahrscheinlich. Hä? Naja. Gibt Schlimmeres. Leide unter meiner Aura. Muhahaha. Und du auch, Spinne. So, hier haben wir nichts mehr, ne? Oh, ist ganz schön getarnt da oben, ne? Noch ein Schattenmeister. Zerstörung verbessert. Sauber. Er hat's immer noch nicht gemerkt. Wie kommen wir zu dem da hoch? Du kannst mich gar nicht gesehen haben. Du bist vergiftet worden. Na, herzlichen Dank auch. Gut. Warten wir erstmal, bis unser Mana wieder da ist, ne? Ich danke euch. Wer zum Teufel war das?
Und du hast jetzt nicht gerade die Frau wiederbelebt und jetzt ist sie gestorben. Jetzt hat sie mir gedankt, dass sie gestorben ist. Toll. Na gut. Kann man nichts machen. Das ist Sarah halt, ne? Die scheißt auf die Lebenden. Toten. Ja, ja, ja. Du bist bald wieder weg. So. Und das war ja der Meister, den wir von unten gesehen haben. So, wir haben auch wieder genug für Donnerkeil. Ich hab's gelernt, Freunde. Nur einmal draufdrücken, nicht zweimal. Aha. Oh. Dein Ernst. Super. Mit euch zu feilschen kann so. Ja, 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 ja. Sein. So, ich möchte dir ein paar Sachen geben, und zwar die gravierten Sachen. Die schweren. Ja, komm, nimm die auch gleich mit. Wie sollen wir zwei Roben von Taron Dredd? Hä? Wollen wir bei ihm zu Hause? Ah. Jetzt mal im Ernst, wieso haben wir zwei davon? Ich bekomme auch gar nichts mehr mit, ne? Wer ist da? Das ist noch so ein Viech. Ey, schubst du dich doch nicht runter. Toll, danke, Sarah. Ich liebe dich auch. Alter, wie tief gehen wir denn gerade noch? Wir werden nie wieder zum Leuchter kommen. Schleichen auf 99 verbessert. Wir haben Schleichen maximiert, Freunde. Ne, gar nicht. Auf 100 muss das ja, ne? Ah. Okay, könnt ihr gleich wieder vergessen. Wir haben es nicht maximiert. Sorry. Shit. Hätte bestimmt noch gereicht. Aber halt, einen kann ich noch. Wenn ich jetzt nur ein bisschen warte. Haha. Ach, das bin ich wieder, ne? Unsere liebenvollen Bugs von Skyrim. Also ich bin eigentlich nicht hier vorne. Ich bin eigentlich schon da hinten, wie ihr seht. Das ist seltsam. Ich verstehe es manchmal echt nicht. Achso, die kommen. Meine Jungs sind nicht rübergekommen. Ah. Wir sind hier runtergesprungen und die kommen nicht runter. Die müssen von der anderen Seite gehen. Die springen ja nicht einfach runter. Das heißt, wir können weiter schleichen. Wo zum Teufel sind wir hier gelandet, sag mal? Ich habe gedacht, das ist nur so eine Mini-Quest. Aber geht die noch weiter? Ist ja noch voll mit diesen Dingern. So, was wir auf jeden Fall noch machen können, ist tatsächlich einen Mana-Trank uns reinzwitschern. Um. Bam. Sehr gut. Wir hätten noch warten können, aber hier wird sowieso gleich noch ein Viech sein. Ja, siehst du mal. Da kommt doch noch einer raus. Hast du dich gerade bewegt? Nee. Ich hab schon die Halluzination. Oh, Freunde, ich habe gar nicht mehr auf die Zeit geachtet. Ach, das bin ich wieder. jetzt bin ich schon dreimal da unten, ne? Krass, es wird immer mehr. Es gibt mich schon dreimal, Freunde. Wuhu. Ja, Freunde, wir sehen uns dann morgen wieder. Uns vier. Haut rein, euer Zero. Tschüss.